Das Bergland zwischen Ruhr und Sieg. Was hat die Region zu bieten? Ein Unterrichtsfilm aus den 1970er Jahren nimmt uns mit auf einen Rundflug, der uns diesen Teil Westfalens und des benachbarten rheinischen Berglands näher bringt. Ein letztes Mal steigen wir in den Hubschrauber und erkunden Westfalen von oben. In diesem Film, der 1976 im gemeinsamen Auftrag der Landesbildstellen Westfalen und Rheinland-Pfalz entstand, überfliegt der Helikopter das Bergland zwischen Ruhr und Sieg. Seinen Ausgang nimmt unser Flug im Bergland am oberen Ruhrtal und führt uns von dort weiter in das Hochsauerland mit dem beliebten Wintersportgebiet Winterberg und an die Biggetalsperre. Von hier aus macht sich der Hubschrauber auf über Altena und die Täler von Lenne und Nette, um auch die Schwerindustrie des Siegerlandes vorzustellen. Aufnahmen der Stadt Wuppertal zeigen, wie die Stadt nach dem Krieg in modernem Baustil neu aufgebaut wurde. Den Abschluss des Films bilden Rundflugaufnahmen um das kleine bergische Städtchen Altenberg mit seinem Dom und um Schloss Burg an der Wupper. Begleitet uns auch auf diesem Flug über die Region. Das Bergland zwischen Ruhr und Sieg besteht aus dem Sauerland, dem Siegerland und dem Bergischen Land. Wir fliegen mit dem Hubschrauber das obere Ruhrtal aufwärts auf die höchsten Berge des Sauerlandes zu. Hier gibt es noch große Wälder, vorwiegend Fichten. Hier Bestände verschiedener Altersstufen. Dort ein Kahlschlag von Fichten. Es gibt noch viel Wild in diesen Wäldern. Der kahle Asten. Er ist 841 Meter hoch. Hier oben ist es kalt und feucht. Die Wetterwarte auf dem kahlen Asten wird von vielen Wanderern aufgesucht. Von ihrem Turm aus hat man einen weiten Blick über die ausgedehnten Wälder des Sauerlandes. Der Gipfel ist mit Heide bedeckt. Früher war auch der kahle Asten bewaldet, aber die Bauern der benachbarten Dörfer weideten hier ihre Herden. So wurde der Wald zerstört. Im Winter liegt hier hoher Schnee. Daher wurden der kahle Asten und seine Umgebung ein bedeutendes Wintersportgebiet.
Winterberg ist die am höchsten gelegene Stadt im Bergland zwischen Ruhr und Sieg. Die Häuser sind mit schwarzen Schieferplatten gegen Kälte und Feuchtigkeit geschützt. Die Stadt und die umliegenden Orte leben vorwiegend vom Fremdenverkehr. Ferienhäuser am Rande eines Dorfes. Wegen seiner hohen Niederschläge kann das Bergland Wasser für das Ruhrgebiet und für die bergischen Städte liefern. Daher wurden viele Talsperren gebaut, besonders an den Nebenflüssen der Ruhr. Die kleinen Talsperren, wie die Bever- und Neye-Talsperre, liefern Trinkwasser für die benachbarten Städte. Die Wälder um die Wasserflächen dienen als Wasserschutz. In Trinkwassertalsperren darf nicht gebadet werden. Die Staumauer ist leicht gewölbt, um dem Wasserdruck besser standhalten zu können. Die größte Talsperre zwischen Ruhr und Sieg ist die Bigge-Talsperre. Sie dient zur Wasserversorgung des Ruhrgebietes. Den Tälern folgend verzweigt sich der Stausee in viele langgestreckte Buchten. Hier eine Doppelbrücke für Eisenbahn und Straßenverkehr. Die Straßen- und die Eisenbahnlinie auf dem Talgrund versanken in den Fluten. So mussten neue Straßen und Bahnen gebaut werden. Das alte Dorf Sondern wurde abgerissen und oberhalb des Stausees neu aufgebaut. Viele Bewohner fahren täglich in die benachbarten Städte zur Arbeit oder sie leben vom Fremdenverkehr. Die Landwirtschaft haben sie aufgegeben. Große Campingplätze unmittelbar am See, die besonders von Wassersportlern aufgesucht werden. Ein Touristenboot, Segelboote am Steg.
In vielen Tälern sind die Bäche zu kleinen Teichen aufgestaut worden. Hier liefen früher Wasserräder. Sie setzten Schleifsteine und Wasserhämmer in Bewegung. Es wurden Eisen und Stahl verarbeitet. Heute stehen die Wasserräder still. Die Betriebe arbeiten mit Elektrizität. In vielen Tälern reiht sich auf dem engen Talboden eine Fabrik an die andere. Es entstanden sogenannte Industriegassen. Hier die beiden Industriegassen von Altena in den Tälern der Lenne und der Nette. Seit dem Mittelalter wird in Altena Draht hergestellt und verarbeitet. Zwischen beiden Tälern auf steil ansteigendem Bergrücken die Burg der Grafen von der Mark. Außerhalb des alten Ortskerns entstanden an der Lenne neue Industriewerke. In den Tälern des Siegerlandes reiht sich ein Industriewerk an das andere. Vorwiegend eisenverarbeitende Industrie. Hier ein großes Stahlwerk. Hochöfen. Wuppertal, die größte Stadt des Berglandes zwischen Ruhr und Sieg. Sie liegt langgestreckt im Tal der mittleren Wupper. Hier die Innenstadt von Elberfeld, die im Kriege vollständig zerstört wurde. Daher fast nur neue, moderne Flachdachbauten. Schon vor 100 Jahren war das Tal dicht bebaut. Der Verkehr wurde immer stärker. Da man keinen anderen Platz hatte, baute man die Schwebebahn über die Wupper. Wie in Wuppertal wurden auch die Kerne der anderen bergischen Städte im letzten Kriege weitgehend zerstört. Erhalten blieb Lennep, die älteste Stadt des bergischen Landes. Heute ein Ortsteil der Großstadt Remscheid. Lennep war früher von einem Mauerring umgeben. Im Mittelpunkt die Kirche,
darum herum viele kleine Häuser mit dunklen Schieferplatten und weißen Fensterrahmen. Der Süden des Bergischen Landes ist waldreich und dünn besiedelt. Er wurde zu einem Erholungsgebiet für die nahegelegenen Großstädte. In einem waldreichen Tal liegt der Altenberger Dom. Er war einst die Kirche eines bedeutenden Klosters. Heute dient er als Gotteshaus für beide Konfessionen. Altenberg ist ein vielbesuchtes Ausflugsziel geworden. Auch Schloss Burg an der Wupper wird von vielen Menschen aus den benachbarten Großstädten besucht, besonders an den Wochenenden. Die Burg gehörte den Grafen von Berg. Sie wurde später von ihnen verlassen und verfiel. Vor 100 Jahren wurde sie nach alten Plänen wieder aufgebaut.